Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Prelux. Und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und da seid. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet und näsel daher ein wenig mit immer noch ein bisschen kratziger, krächzender Stimme herum. Bin aber froh, dass ich nicht mehr im Bett liegen muss, denn ich hasse es einfach bewegungslos vor sich hin vegetieren zu müssen. Das finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Bewegungslosigkeit. Genau da sind wir an einem sehr spannenden Punkt, nämlich dem Punkt, wo wir einsteigen werden. Denn in der letzten Folge hat der David sein Programm runtergeladen bekommen, das zum Laufen gebracht. Und wir haben genau den Effekt wie damals am Funkmasten erhalten, nämlich, dass die ganzen Bewohner diesmal, und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, plötzlich in eine Bewegung starre wie Zombies verfallen sind. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das Ganze einordnen soll. Aber zumindest haben wir das ausgenutzt. Gut, wir haben die Andrea und die May noch eingesammelt, aber wir haben das Camp endlich verlassen. Und das hat uns die Andrea auch erzählt, nämlich uns ein Auto genommen, und zwar unseres, weil, jetzt kommt's, die Andrea nämlich daran beteiligt war, alle Autos drumherum fahrunfähig zu machen, damit alle dort wirklich auch in diesem Camp gefangen bleiben. Und ich glaube ja, dass das noch nicht alles gewesen ist mit dem Tom und der Agnes. Und die May hat uns nämlich einiges erzählt, was da so Perverses in diesem Camp wirklich abgelaufen ist. Und jetzt kommen die ganzen Ängste jetzt wieder so ein bisschen hoch. Und ich denke ja, wir müssten uns jetzt mit dem Auto eigentlich in diesem gefährlichen Zombie-Ring befinden. Und davor habe ich ein bisschen Angst und bin natürlich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. So, wir waren an der Stelle stehen geblieben, ob die May diese Handlung, die sie da erzählt hat, ob sie das wirklich bewusst gemacht hat oder ob es ein Traum war. Und ich denke natürlich, dass der Nektar daran schuld gewesen sein wird, der alle da so ein bisschen vernebelt haben wird. Oh mein Gott, was für ein Deutsch. Egal, es tut mir leid. So, du nicht, aber es war genau so. Richtig, die Frage ist, woher weiß sie das, alles, was sie da erzählt hat? Es kann natürlich auch sein, dass der Tom so dermaßen krank gewesen ist in seinem Kopf, wobei ich ja immer noch sagen muss, vielleicht war das ja gar nicht alles Tom, sondern vielleicht hängt die Agnes da eigentlich dahinter. Aber es könnte ja auch alles eingeredet worden sein. Oder natürlich, Andrea könnte ihr das eingebläut haben. Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn wir uns gerade in diesem gefährlichen Punkt befinden und in einem gemeinsamen Auto, wenn wir jetzt Andrea mitten im Auto verdächtigen. Ich glaube, das kommt nicht gut. Wir können uns das einfach im Hinterkopf behalten und vielleicht wirklich diese Möglichkeit wählen. Das weiß sie alles von Tom, oder? Ich vermute es. Dann war ich wieder in dem Wohnmobil und Agnes hat wieder Fragen gestellt. Sie hat nicht locker gelassen. Und dann? Irgendwann war es endlich zu Ende. Ich war wieder in der Höhle. Dann weiß ich nichts mehr. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass man mich in das Lager getragen hat. Da waren diese lauten Trommeln und alle standen da und haben mich angestarrt. Dann ist alles weg. Warst du auch im Lager? Ja, ich war auch bei dir. Wir haben mehrmals miteinander gesprochen. Wirklich? Ja. Wir kehren dorthin, aber nicht zurück, oder? Nein, ich weiß zwar auch nicht wohin, aber sicher nicht zurück zur Kolonie. Wobei natürlich die Kolonie einen gewissen Charme aus dem Grund besitzt, es war ja doch schon irgendwie geschützt und sie hatten etwas zu essen, ne? Also sie haben ja überlebt, weil das ist ja auch ein kritischer Punkt. Wovon willst du überleben, wenn du nichts hast, ne? Das war der einzige Punkt, den ich an dieser Kolonie nach wie vor wirklich sehr, sehr attraktiv fand. So, Dominique, sie hat einmal etwas von einem See gesagt, wo sie hin wollte. Können wir sie nicht suchen? Was denn für ein See? Ihre Tante hatte dort ein Haus. Ich kenne einen See, gar nicht weit von hier. Aber dort ist es nicht gut. Wir sollten da nicht hin. Genau, und jetzt erinnern wir uns wieder an das, was angeblich ja der Tom in seinen komischen Büchern da geschrieben hat. Da ging es ja auch um einen See. Und ich hoffe natürlich, dass sich so die Handlung wieder fügen wird. So, woher weißt du das? Wieso nicht? Ja, in dem Fall, es geht ja auch nicht um Dominique und Chris, sondern sie sagt, dass der See nicht gut sei. Okay, daher auf jeden Fall eine der beiden. Woher weißt du das? Ja, das, also, ich finde beide sehr gut, aber erstmal natürlich, wieso nicht? Warum dürfen wir da nicht hin? Ich war dort.
Ich habe dort sogar gelebt, aber nun ist das kein guter Ort mehr. Wieso? Warum wohl? SH311. Darum. Tut mir leid, entweder die beiden sind auch weg oder wenn sie das nicht sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch am Leben sind. Sorry. Irgendwo, ja, das stimmt. Irgendwohin müssen wir. Aber die Frage ist natürlich, was jetzt als nächstes klug ist, ne? Vielleicht ein Häuschen? Ich glaube, wir wählen wirklich... Naja, wir haben ja momentan jetzt noch... Es hat ja niemand eine andere Möglichkeit genannt, wo wir hinkommen oder wohin... Es ist heute noch nicht so ganz mein Tag, entschuldigt. Wo wir hingehen können. So, irgendwohin müsst ihr ja. Also, wieso nicht dahin, wo es vielleicht ein Häuschen gibt, in dem ihr unterkommen könnt? Weil der See nichts Gutes birgt, das ist ein unheilvoller Ort. Wieso denn? Ich will da einfach nicht zurück, okay? Naja, Andrea, das sind unsere Freunde. Ich wüsste schon gerne, ob sie noch am Leben sind. Dann sucht sie. Fahrt zum See, ich komme alleine zurecht. Okay, offensichtlich ist dort etwas passiert, weshalb sie da nicht hin will. Und da interessiert mich natürlich pervers, wie das jetzt auch klingt, was ist dort passiert. Und ich denke natürlich, ich bin mir da sehr sicher, dass wir das herausfinden werden. Das ist doch Quatsch. Je mehr wir sind, desto besser können wir uns verteidigen. Ohne Waffen wohlgemerkt, wir haben immer noch keine Waffen. Aber gut, das passt natürlich jetzt auch nicht mehr, wenn wir jetzt noch Waffen in dieses Spiel einbauen, passt das ja jetzt langsam auch nicht mehr dazu. Denn wir haben ja gelernt, David auch ohne Waffen irgendwie da raus zu schleusen, so mehr oder weniger. Keine 1000 Pferde bringen mich zu diesem See. Basta, ihr müsst euch entscheiden. So ein Unsinn. Sag du mal was. Das weiß sie ja nicht, ob dort niemand mehr legt. Ob dort niemand mehr legt, ein Ei oder was auch immer. Heute ist wirklich noch nicht, also manchmal ist man wirklich extrem kopfdoof. Tue ich doch die ganze Zeit. Nein, sie hat vor irgendetwas Angst. Die Frage ist, wie gehen wir da jetzt am sensibelsten ran, um herauszubekommen, wovor sie Angst hat. Wenn sie nicht will, lass sie. Ja, richtig, wir können sie auf keinen Fall zwingen und es bringt auch nichts, einen Menschen zu irgendetwas zu zwingen, was er nicht möchte. Die Frage ist natürlich nur, wollen wir weiter im Team bleiben oder wollen wir uns trennen? Ich finde so eine Trennerei natürlich blöd, zumal man zu dritt ja auch bessere Ideen hat. So, es tut mir leid, wenn ich heute so viel rumlaber. Ich glaube, wir probieren es einfach mal positiv mit... Komm schon, Andrea. Nur kurz sehen, wie es dort ist. Was kann schon groß passieren? Du warst da nicht. Ihr wart da alle nicht. Dann kehre ich lieber in die Kolonie zurück. Ach, Quatsch. Ha, okay. Es ist ein heikles und brisantes und sehr sensibles Thema, dem wir uns gleich nochmal widmen. So, David, endlich wieder mit ihm alleine. Moment kurz. Sie will mit mir unter vier Augen sprechen. Okay, ja. Okay, fahren wir. Kommt sie mit? Die ist bestimmt ausgestiegen, ne? Nein. Scheiße. Okay. Was hat die denn für ein Problem? Ja, genau so. Aber sie will doch nicht ernsthaft... Ich meine, sie hat probiert. Das ist auch so ein bisschen komisch, ne? Also ich meine, das muss schon wirklich was richtig, richtig krass passiert sein, ne? Weil wenn sie... Wo will sie jetzt hin? Will sie jetzt zurück zur Kolonie, aus der sie probiert hat, so lange rauszukommen? Wieso denn nicht? Darum. Okay, weiß er das jetzt oder weiß er es nicht? Habt ihr euch gestritten? So hört es sich eher an. Das hat wie so eine patzige Antwort, ne? Habt ihr euch gestritten? Nein. Weißt du, wer das damals an der Tankstelle war? Andrea. Nein, aber waren das nicht zwei Kerle? Sie hat mir das Auto geklaut. Konnte sich angeblich daran auch nicht erinnern. Nein! Könnt ihr euch noch an diese Szene erinnern, wie wir da ausgetrickst wurden und unser Auto geklaut wurde? Nein, das war nicht Andrea. Ach krass, okay, da ist er natürlich jetzt extrem sauer. Das kann ich verstehen. Ah,
ich tue mich mit der Antwortmöglichkeit so ein bisschen schwer, ne? Sie stand unter dem Einfluss von Tom. Kann schon sein. Es ist ja auch nicht so schlimm. Das war alles Tom. Ich nehme mir das nicht übel. Was ich aber nicht kapiere, ist, dass, nachdem ich sie aus der Kolonie rausgebracht habe, sie sich weigert, mir bei der Suche nach meinen Freunden zu helfen. Und das, obwohl sie das sehr gut könnte. Sie weiß, wo der See ist. Sie weiß, wo das Haus ist. Sie hat dort gelebt. Sie hat sogar Dominik kennengelernt. Und sie weiß, was dort dann alles passiert ist. Aber sie will nicht. Ach, okay, das ist natürlich auch eine sehr, sehr krasse Info. Weiß was? Boah, ich will auch wissen, was dort passiert ist. Richtig. Ist es denn das wert? Genau so. Die finde ich sehr gut schon mal, die Möglichkeit. Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, wir wählen einfach das hier mal. Und wenn sie doch ihre Gründe hat? Irgendetwas an diesem See muss sie richtig verstört haben. Mag schon sein. Mich haben auch viele Dinge verstört in letzter Zeit. Aber wenn meine Freunde da sein könnten, gehe ich eben nachsehen. Und ein wenig Dankbarkeit dafür, dass ich ihr den Arsch gerettet habe, hätte ich halt erwartet. Ja, mein lieber David, aber vergiss nicht, Menschen reagieren alle unterschiedlich auf Dinge, die sie so erleben. Das ist halt unser menschliches Verhalten. Da reagiert man wirklich auf die verschiedensten Dinge. Auch ein Mensch, der lieb und nett immer reagiert, kann durch ganz andere Sachen plötzlich ganz komisch reagieren. Das ist einfach so. Das macht uns ja auch so spannend und schwierig. Richtig. Sie hat dir auch den Arsch gerettet. Sie hat dich zwar verarscht und den Arsch gerettet und wir sind alle irgendwie am Arsch. Genau wie meine Stimme. Die ist auch ein wenig am Arsch. So, langsam muss ich eine Fluchkasse einführen. Und was hat Andrea vor? Keine Ahnung, läuft jetzt alleine die Straße lang. Völliger Irrsinn. Okay, ja, das ist wirklich Irrsinn. Ich weiß natürlich nicht, sammeln wir die ein. Ich meine, die Reaktion, die sie so gezeigt hat, fühlt sich für mich jetzt so ganz spontan nicht danach an, als würde sie für Tom arbeiten. Ne? Ah, dann plädiere ich jetzt doch was dazu, irgendwie sie echt zurückzuholen. Ne? Und deswegen finde ich das so ein bisschen arschig, ne? So nach dem Motto, ach, sie will nicht und ja, Tschüssikowski, finde ich doof. Sprich nochmal mit ihr. Ich weiß, genau, na, wir wissen jetzt nicht, wie eingeschnappt der David ist, weil wenn wir diese Möglichkeit hier nehmen und David eingeschnappt ist, ne, hätte das vielleicht die Möglichkeit, dass beide nochmal zueinander finden. Aber ich glaube, ich spreche das gleich wirklich mal offen an und sage, hey, das ist doch Quatsch. Sprich nochmal mit ihr. Hab ich doch schon. Okay, er scheint einfach stur festgefahren. Wir probieren da einfach mal da jetzt zu vermitteln, ohne dass er das mitkriegt. Biete ihr an, sie wenigstens ein Stück mitzunehmen. Wo will sie überhaupt hin? Weiß ich nicht. Weiß sie wahrscheinlich auch nicht. Na gut, ich mache ihr den Vorschlag. Weil dann sitzen sie ja wieder zusammen in einem Auto, ne? Nee, das ist auch doof. Na, finde ich doof. Okay, diese Antwortmöglichkeiten, die wir da unten jetzt haben, hören sich so an, als hätte er sie gefragt und als hätte sie schon Nein gesagt. Seht ihr das? Das passt zum ersten Mal, finde ich, passen die Antworten nicht dazu. Schade, sie wäre eine gute Unterstützung gewesen. Das hört sich ja so an, als hätte sie Nein gesagt. Wenn sie meint, kann man nichts machen. So, und das auch. Dann zum See. So, jetzt weiß ich nicht, was wir wählen sollen, weil uns fehlt offensichtlich irgendwie die Antwort dazwischen. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir hier ein Nein von ihr gehört. Schade. Sie wäre eine gute Unterstützung gewesen. Tja, auf zum See. Oh, aber jemand anderes will uns begleiten. Wie? Jemand anderes? Was? Jemand anderes? Wer will uns begleiten? So, meine Lieben. Und wer uns da jetzt, ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte, aber wer uns da jetzt begleiten will auf unserer Reise zum See, das werden wir herausfinden in der nächsten Folge. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da Bock drauf habt und auch dann wieder dabei seid. Tschüss! So, meine Lieben, und das war sie auch schon wieder, eine weitere Folge von The Prologue.
Sonntags, wenn auch heute etwas kürzer, mit viel Herumgelaber und einer defekten Nase, weil ich meinen persönlichen SH311-Virus immer noch auskurieren muss. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß gehabt habt mit dieser Folge. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich morgen, wenn es wirklich SH311 ist, nicht in einem anderen Körper aufwache. So wie die Laura, der wir hoffentlich auch noch begegnen werden. Aber jetzt habe ich erstmal noch was für euch gelesen, nämlich, dass genau heute an diesem Sonntag zur Episode 6 der neuen Episode LG Waters, was sich so ein bisschen nach See anhört, durch Algen, LG, eine erste Szene spielbar ist aus dieser neuen Episode in einer sogenannten Sneak Peek, die unter Menü Episoden zu finden ist und noch vor der normalen Preview sich angeguckt werden kann. Und genau damit schicke ich euch in einen schönen Sonntag, wünsche euch super viel Spaß und einen gesunden Sonntag dazu. Und ja, bis dahin, seid ein wenig dirty und genießt, was auch immer ihr tun werdet. Tschüss!